Das ist der neue Renault Zoe, der erste Elektro-Kompaktwagen von Renault, der im Juni 2013 in Deutschland zu haben ist. Das Auto ist 4,8 Meter lang, hat 88 PS oder umgerechnet 65 Kilowatt. Es ist ein geglückter Wurf, optisch innen wie außen. Es ist sehr schick, es ist windschnittig und es lässt überhaupt gar keinerlei Eindruck aufkommen, ein Verzichtsauto zu fahren. Schick wirkt auf den ersten Blick natürlich diese Türklinke der hinteren Tür. Sie ist aber durchaus auch etwas unpraktisch, denn Frauen mit längeren Fingernägeln können sich ganz sicherlich hier auch die Fingernägel abbrechen. Der Gag an dieser Tür ist, an diesem Türgriff, ist dieses Detail. Das ist nämlich der Fingerabdruck des Designers. Es hat die derzeit modernste Technik, zum Beispiel Leichtlaufreifen, die den Rollwiderstand stark reduzieren, sodass also damit auch weniger Energie verbraucht wird. Das Auto ist etwa 130 Kilometer schnell und der Strom reicht für 120, im besten Fall 150 Kilometer. Die Technik, die in diesem Auto steckt, ermöglicht es, man spricht von Rekuperation, dass beim Bremsen und beim Gas wegnehmen wieder Energie, Strom also erzeugt wird und so ein wenig Reichweite gewonnen wird. Geladen wird das Auto über diesen Steckkontakt hier vorne in der Schnauze, der einfach von innen zu öffnen ist und dann macht man hier auf und steckt diesen Stecker hier rein und die andere Seite natürlich in die Ladestelle. Das Auto kostet 21.700 Euro zusammen mit einer Wallbox, so nennt Renault diese Ladestation. Ohne diese Ladestation bekommt man das Auto nicht. Der Innenraum des Zoe ist wirklich klasse gestaltet. Das Armaturenbrett hat nicht irgendwelche modernistischen Ecken und Kanten, die man heutzutage ja vielleicht gerne hat, sondern es sieht einfach gut aus. Man sieht sich nicht satt daran. Zentraler Punkt neben dem Lenkrad ist hier dieser Mittelteil. In diesem Mittelteil ist alles untergebracht, was man braucht in diesem Auto. Es ist per Touchscreen zu bedienen. Navigationsgerät gibt es serienmäßig, funktioniert einwandfrei. Ansonsten ist alles auch sehr griffgünstig und reduziert, Gott sei Dank, nicht zu viele Schalter. Der Gag im Innenraum ist dieses Detail mit diesen beiden Austrittslöchern. Das ist ein Duftspender. Man drückt hier drauf und kann aus dieser Schublade dann verschiedene Düfte rein- oder rausnehmen. Und die kommen dann hier aus diesen beiden Löchern in bestimmten Abständen raus. Dieses Detail gibt es aber nicht in der Grundversion serienmäßig, sondern nur in der höchsten Ausstattungsvariante Zen. So gut das Auto ist, so schön es designt ist, innen wie außen, so super die Technik ist, das muss man wirklich sagen, einen Haken gibt es dennoch. Wer dieses Auto sich kaufen möchte, wird es mutmaßlich nicht bekommen. Denn für dieses Auto muss man eine Art von Prüfung ablegen. Sie gehen zum Renault-Händler und sagen, Sie hätten gern dieses Auto. Der Verkäufer wird einen Fragenkatalog abarbeiten mit Ihnen zusammen und am Ende womöglich zu dem Ergebnis kommen, nein, Sie passen nicht zu dem Auto. Wie das, fragt man sich. Ganz einfach, zwei Gründe. Einmal, wenn man angibt, mit dem Auto auch längere Strecken fahren zu wollen, wird der Verkäufer sagen, tut uns leid, das geht nicht, das Auto schafft maximal 150 Kilometer. Der wesentlichere Grund ist aber, dass Sie mit diesem Auto auch eine Ladestation, Wallbox genannt, kaufen müssen. Und wenn Sie zu Hause keine Möglichkeit haben, diese Wallbox irgendwo unterzubringen, zum Beispiel in der Garage,
dann werden Sie sicherlich diese Wallbox nicht unbedingt im Wohnzimmer an die Wand nageln. Wenn also diese Umstände so sind, wie sie sind, dann wird auch der Verkäufer sagen, sorry, wir verkaufen Ihnen dieses Auto nicht. Dieses ist höchst merkwürdig, wie ich finde. Auf die Frage, was dem möglichen Kunden denn dann angeboten wird, ist die Antwort von Renault, wir werden ihm ein Auto mit Verbrennungsmotor verkaufen.